Rapunzel will beim ersten internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz dabei sein. Für alle sichtbar hängt ihr Zopf seit vergangenen Freitag an der berühmten Annenkirche aus dem Fenster. Wir haben das zum Anlass genommen, um uns nach dem Stand der Vorbereitungen auf Fabulix zu erkundigen. Ja, wir sind kurz vor der Verendung, so knapp eine Woche bevor das Festival nun wirklich startet, sind die letzten Abläufe noch zu klären. Wir haben gestern unsere ehrenamtlichen Helfer geschult, unsere VIP-Gäste sind eingeladen. Es werden jetzt noch die ganzen Einlassbänder für die VIPs vorbereitet und natürlich technische Abläufe innerhalb der Veranstaltungsgebiete noch geklärt. Wir haben die Filme jetzt da für Fabulix, also die 28 Filme sind auch eingetroffen. Wir sind in den letzten Zügen und wir sind ganz schön aufgeregt. Das erste internationale Märchenfilmfestival Fabulix lädt vom 23. bis 27. August nach Annaberg-Buchholz ein. Die Erwartungen an die neue Veranstaltung sind groß. Uns erwarten ja in den 5 Tagen weit über 150 Einzelveranstaltungen in jeder Kategorie, sei es jetzt als Lesung, als Filmvorführung, als Schauspielsequenz oder auch das Kennenlernen der einzelnen Schauspieler und Regisseure, die hier zum Festival erscheinen werden. Wir haben vor, diese Stadt zu verwandeln in eine Märchenfilmkulisse. Wir haben 6 unterschiedliche Festivalbereiche, die diesem Anspruch erheben, wo wir uns mit sehr viel helfenden Händen versucht haben, an Themen anzuordnen. Wir haben ja das Reich des Froschkönigs an dem Schutzteich. Wir haben ein Räuberdorf hier an der St. Annenkirche und verschiedene andere Sachen, die gigantisch wirken und klein und fein, wenn sie dann im Detail betrachtet werden. Und wir haben viele Dinge aus dem Boden gestampft in einer sehr, sehr kurzen Zeit und sind unglaublich stolz auf das gesamte Team und die Helfer, die uns da unterstützt haben und die vielen, vielen Sponsoren und Spender, die uns das auch finanziell ermöglicht haben. Beispiel für das Engagement vieler ist auch der Rapunzelzopf. Entworfen und flechten lassen hat den Rapunzelzopf Uwe Meule, künstlerisch-technischer Mitarbeiter im Haus des Gastes Erzhammer sowie Chefgestalter des Märchenfilmfestivals Fabulix. Der riesige Rapunzelzopf hat eine Länge von etwa 40 Metern und bildet während des gesamten Festivals im wahrsten Sinne des Wortes ein schönes Highlight. Geflochten wurde er gemeinsam mit Helfern aus der Klöppelschule und der Touristinformation im Haus des Gastes Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Als Material kam wetterfester Sackstoff zum Einsatz. Prinzen, die zu Rapunzel ins Turmzimmer wollen, sollten allerdings nicht den Zopf zum Klettern nehmen. Nach oben kommt der Fabulix-Besucher auch über 200 Stufen.